Willkommen zum zweiten Teil dieser Reihe. Und falls ihr euch fragt, hä, wieso zweiter Teil? Der erste Teil ist bei CK Phoenix auf seinem Kanal. Und allgemein wird es noch einen dritten und vierten Teil geben, der eben bei Julio bzw. Herz der Karten sein wird. Also, falls eure Lieblings-Hasskarte jetzt nicht dabei ist, schaut einfach mal die anderen Teile und viel Spaß. Kommen wir auch zur ersten Karte. Hierbei handelt es sich bereits um etwas ganz Besonderes, denn diese Karten durften ich und ein paar YouTuber auf den Worlds vorstellen. Die Karte, um die es sich handelt, ist Nibiru. Und als ich die Karte das erste Mal in der Hand hatte und sie mir ein bisschen genauer durchgelesen hatte, dachte ich mir nur: Ew! What the fuck? Denn der Effekt ist folgender. Falls der Gegner genau 5 oder mehr Beschwörungen durchgeführt hat diesen Zug, dann könnt ihr alle Monster auf dem Spielfeld opfern und dann einfach Nibiru spezial beschwören. Zusätzlich kriegt der Gegner ein Token mit der kombinierten ATK und Defense aller Monster, die eben geopfert wurden. Und als er rauskam, war einfach klar, dass das die neue Handtrap wird gegen Combo-Decks. Denn es ist quasi eine Anti-Combo-Deck-Karte, die dafür sorgt, dass ihr eben das komplette Board wegopfern könnt, falls der Gegner kein Negate eben für Nibiru hat. Also mussten ab sofort alle Decks sich eben dementsprechend umstellen, denn es reicht nicht einfach nur irgendein Board aufzubauen, nein, ihr müsst eben dies Ganze noch durch Nibiru tun können. So verließ auch Celeron Gate ganz schnell die Meta, als eben diese Karte rauskam, denn nach der Main Phase konnte man nur hoffen, na, kommt der Nibiru? Kommt der Nibiru? Und als der Nibiru kam, dann war natürlich die Begeisterung ziemlich groß. No, God, please, no, no! Ich denke einfach, dass jeder schon mal so einen Moment hatte, dass er dachte, wenn der Gegner jetzt Nibiru hat, dann... Ja, wir wollen jetzt hier an dieser Stelle werbefreundlich bleiben, aber auf jeden Fall hat jeder schon mal diesen Moment gehabt, wo er dachte, Alter, ich hasse diese Karte einfach. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Nibiru die Meta stark veränderte, denn jetzt muss man immer entscheiden, bleibe ich unter 4 Summons oder gehe ich drüber? Und falls ihr drüber geht, müsst ihr eben damit rechnen, dass Nibiru kommt oder ihr müsst als fünfte Karte eben ein Negate haben, der Nibiru negaten kann. Okay, Freunde, die nächste Karte, über die wir heute sprechen, hört auf den Namen Nachbarsgras ist grüner. Und ich kann euch versprechen, Freunde, Nachbarsgras ist grüner. Grüner als jede Zauberkarte, die ihr jemals gesehen habt. Grüner als die Haare von Seto Kaiba in Season Zero. Sie ist sogar grüner als... Der Grüne da. Denn Nachbarsgras ist genauso simpel wie unfair. Ihr legt einfach die obersten Karten eures Decks auf den Friedhof, bis ihr genauso viele Karten im Deck habt wie der Gegner. Das bedeutet, falls der Gegner ein 40-Karten-Deck spielt, was zu 99% der Fall sein dürfte, und ihr ein 60-Karten-Deck spielt, was eigentlich auch der Fall sein sollte, wenn ihr Nachbarsgras im Deck habt, dann könnt ihr mit dieser Karte 20 Karten von eurem Deck auf den Friedhof legen. 20 Karten, wisst ihr eigentlich wie viel? Das ist, die meisten Anime-Charaktere haben in über 200 Folgen des Animes nicht mal 20 verschiedene Karten benutzt. Es ist ein komplettes Duel Links Deck. Ich meine, die meisten Spieler kennen wahrscheinlich nicht mal 20 unterschiedliche Karten. Diese Karte hat im Alleingang dazu geführt, dass man nicht nur, falls man sie gespielt hat, von der eigentlichen Norm abgewichen ist, immer nur 40 Karten zu spielen, sondern auch, falls man diese Karte nicht gespielt hat, 60 Karten gespielt hat, um diese Karte zu countern. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie mächtig eine Karte sein muss, wenn sie Spieler nach ca. 15 Jahren das erste Mal dazu verleitet hat, mehr als 40 Karten zu spielen. Abgesehen von diesem einen Typen, der 2013 eine YCS mit einem 53-Karten-Mermaid-Deck gewonnen hat. Absolute Legende. Und die blauäugig Denkenden, ich habe zuletzt 2004 Yu-Gi-Oh! Gespielt, Leute, unter euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was bringt es, 20 Karten auf einmal in den Friedhof zu ballern? Und die Sache ist, es gibt das ein oder andere Themendeck in der Geschichte von Yu-Gi-Oh!, welches davon profitiert hat, Karten im Friedhof zu haben, um sie von dort zu beschwören oder sie von dort zu verbannen, um Karten zu zerstören oder zu suchen und so weiter und so fort. Und angenommen, ihr legt einfach mal 20 Karten auf den Friedhof und selbst wenn nur ein Drittel davon euch im Friedhof etwas bringt, sind es immer noch im Schnitt 6 oder 7 Karten, die euch in irgendeiner Art und Weise plus gehen lassen. Das alles dank einer Karte. Ich meine... Also, muss ich da noch was erklären? Und auch wenn es einige Leute dort draußen gibt, die sich diese Karte unbedingt zurückwünschen... Eigentlich nicht, Digga. ...bin ich der festen Überzeugung, dass es okay ist, dass diese Karte verboten ist, denn es sollte einfach keine Karte geben, die alleine so viel bewerkstelligt. Und jetzt dürft ihr mich gerne hassen. Kommen wir zur Karte Card of Demise. Und die Karte hat, finde ich, so zwei Seiten. Wenn der Gegner zum Beispiel anfängt, so zwei, drei Karten zu setzen, dann freut man sich innerlich schon, oh, der scheint nicht so gut zu haben. Und ja, dann kommt Card of Demise und darauf ist eure Reaktion meistens so... Hello. Dann gibt es aber natürlich auch noch den Faktor, wenn ihr selber Card of Demise aktiviert, dann fühlt man sich in der Regel eigentlich so.
Ja, was soll man zu Card of Demise noch groß sagen? Diese Karte ist eine unglaublich ekelhafte Karte, weil meistens sind die Decks, in denen sie gespielt wird, eben sehr, sehr Control-lastig und dagegen zu spielen ist natürlich nicht sonderlich angenehm. Generell generiert man durch die Karte natürlich unfassbar Plus, deswegen wird sie natürlich meistens in Decks gespielt, wo nicht so viele Monster zugänglich sind, weil, naja, Monster könnte man in den meisten Fällen eben nicht mehr verwehren, die werden dann halt gediscardet, aber ja, kommt leider sehr, sehr selten vor. Wurde unter anderem natürlich in Dodrago gespielt oder auch in Skystriker, zumindest waren das Formate, die ich selber auch diese Karte erlebt habe. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Momente mit dieser Karte hattet. Auf jeden Fall für mich Card of Demise eine absolute Hasskarte und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass die Karte aktuell noch auf 1 ist und ich hoffe, dass sie auch nie wieder höher gesetzt wird. Und ja, soweit zu Card of Demise. Was mögen Yu-Gi-Oh! Spieler nicht? Multi-Negation Boards, Handtraps und, richtig, Floodgates. Im Jahre 2010 erschien die Vanity's Emptiness oder auch Leere der Eitelkeit oder auch seit neuestem die Bedeutungslosigkeit der Eitelkeit. Diese Karte kam als geshortprintete Common heraus, das wird später nochmal wichtig. Und man muss einfach sagen oder sich vorstellen, dass diese Karte halt einfach zur heutigen Zeit rauskommt und dann weiß man genau, das Meta wird terrorisiert. Eine Karte, die halt einfach sagt, okay, wir dürfen nicht mehr spezial beschleunigen, also keiner der beiden Spieler darf das. Die durfte relativ lange ihr Unwesen treiben. Sie war zu Beginn eigentlich kaum gespielt worden. Das änderte sich mit den Jahren. Sie wurde zu einem Staple in den Main- und Side-Deck. Jeder hat sie gespielt. Eine Karte, die Special Summons untersagt? Ob das so gut ist? Wenn man sie sich natürlich auch leisten konnte. Der Preis war enorm. Aber man muss sich dann auch noch vorstellen, dass diese Karte jahrelang ihr Unwesen trieb und das auf 3. Was hat diesen Hass letztendlich geschürt? Es ist halt einfach eine Floodgate, die am Start ist, die Special Summons verhindert. Und wenn man halt sein Board aufgebaut hat, der Gegner will halt gerade starten, Special Summon hier, Special Summon dort. Und man flippt die Karte einfach und dann ist der Turn eigentlich schon beendet. Und gleichzeitig hat man auch noch das Problem, dass der Gegner, also beziehungsweise man selbst, halt diese Karte enorm leicht los wird. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich als Spieler bin am Start, habe diese Karte jetzt gegen mich geflippt bekommen. Ja, ich kann nicht mehr Special Summon, ich habe kein passendes Out. Ich fühle mich letztendlich einfach komplett hilflos. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperrt. Aber mittlerweile kann man sich echt fragen, ob diese Karte vielleicht auch bald wieder zurückkommt. Ich meine, im OCG ist sie ja bereits auf 1 und naja, vielleicht. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Kommen wir auch zur letzten Karte. Und hierbei handelt es sich um Port of Desires. Und ich meine, ja, da hat Konami sich ja was ganz Tolles ausgedacht. Man verbannt einfach 10 Karten und zieht dann 2. Fertig. Schon hat man eine gute Draw-Karte. Doch dann reicht es nicht, dass man einfach 10 banishen muss. Nein, ständig zieht man in den zweiten durch den ersten und kann ihn nicht mal aktivieren. Ich meine, geht's noch? Andere Karten kann man ja auch noch öfter nutzen. Aber nein, diese Karte natürlich nicht. Dann kommt noch hinzu, dass diese Karte verdeckt banisht. Ich meine, warum sollte man auch noch mal die Karten benutzen können? Und ich meine, das wäre ja auch gar nicht so schlimm, wenn man nicht immer seine wichtigsten Kombo-Teile banishen würde. Und jetzt könnte man ja sagen, oh ja, du darfst ja für die Kosten auch 2 Karten ziehen. Nichts da. Immer wenn ich die Karte aktiviere, bekomme ich eine Ash. Und dann war das Banishen einfach umsonst. Da das einfach auch noch Kosten sind. Und warum? Weil Port of Desires blöd ist. So, beruhigt habe ich mich jetzt nicht, aber das Video muss ja irgendwie zu Ende gehen. Hier kommt ihr nochmal zum ersten Teil bei CK Phoenix. Den nächsten Teil wird es dann bei Herz der Karten geben, nächste Woche zum 3. Advent. Und am 4. Advent wird es den 4. Teil geben, und zwar dieses Mal dann bei Julio. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!